Hallo Leute! Let's do the ninth of the Old Covenant Jargon. Kommen wir zum achten Teil der Redensarten des Alten Bundes. That's a good one. Das ist ein guter Spruch. Which maybe when I say it, some of you go, no, that's not in the Old Covenant. Bei dem vielleicht der eine oder andere von euch sagt, nein, das steht nicht im Alten Bund. Well, let's see. Wir werden sehen. Watch and pray. Wachet und betet. That's not the Old Covenant. Das ist nicht der Alte Bund. No, Reinhard, that's in the New Testament. Nein, Reinhard, das steht im Neuen Testament. Let's have a little look at it. Okay, schauen wir uns das mal an. Where do we find the statement, watch and pray? Wo finden wir die Aussage, wachet und betet? Well, you have to go to Matthew chapter 26. Du musst zu Matthäus Kapitel 26 gehen. What happened? Was geschah dort? There is the Garden of Gethsemane. Da ist der Garten Gethsemane. And Jesus took only three guys with him. Und Jesus nahm nur drei Männer mit sich. Peter, James and John. Petrus, Jakobus und Johannes. He left these three. Er ließ diese drei zurück. Then he went a stone's throw away and he started to pray. Dann ging er einen Steinwurf weit weg und begann zu beten. In a great, turmoil. Er war in großer innerer Aufruhr. Because he was just about to go to the cross. Denn er war kurz davor, ans Kreuz zu gehen. And then he we find something so interesting. Dann finden wir etwas so Interessantes. He goes back to the three boys, Peter, James and John. Er geht zurück zu den drei, Petrus, Jakobus und Johannes. And the Bible actually says he said to Peter. Und die Bibel sagt tatsächlich, er sagte zu Petrus. Watch and pray so that you will not fall into temptation. Wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. The first question is this. Die erste Frage ist folgende. Did he say to everybody publicly? Hat er es zu allen gesagt, öffentlich? No. Nein. Second question. Zweite Frage. Did he say to his disciples? In plural. Sagt er es zu seinen Jüngern? No. Nein. He said it to one individual person. Er sagte es zu einer einzelnen Person. So look how many Christians say we have to watch and pray so that we will be protected. Aber schau, wie viele Christen sagen, wir müssen wachen und beten, damit wir geschützt sind. We have to watch and pray so that the devil can't get us. Wir müssen wachen und beten, damit der Teufel uns nicht kriegt. You know, it's very interesting. Das ist sehr interessant. What Jesus said to one individual person at one occasion, we make a doctrine. Was Jesus zu einer einzelnen Person in einer bestimmten Situation gesagt hat, machen wir zu einer Lehre. New covenant and the old covenant. Lebte Petrus im Neuen Bund oder im Alten Bund? There was no new covenant until the work of Jesus was finished. Es gab keinen neuen Bund, bis das Werk Jesu vollendet war. That's why Jesus said many things to Peter that he would never say to you today. Deshalb sagte Jesus viele Dinge zu Petrus, die er zu dir heute niemals sagen würde. Jesus said among other people, and Peter was one of them because he was a disciple. Jesus sagte zu anderen Menschen, und Petrus war einer davon, weil er ein Jünger war. He said to obey the Pharisees and the Sadducees. Er sagte, man solle den Pharisäern und Sadduzäern gehorchen. Why? Because they didn't live yet under the new covenant. Warum? Weil sie nicht unter dem neuen Bund lebten. So, why did Jesus say watch and pray, and why does this not apply for us? Warum hat Jesus gesagt, wachet und betet, und warum gilt das nicht für uns? Well, first of all, you've got to find out who Jesus said it to and in what context. Zuallererst musst du herausfinden, zu wem Jesus das gesagt hat und in welchem Kontext. We know he said it to Peter. Wir wissen bereits, dass er es zu Petrus sagte. Why to Peter? Warum zu Petrus? What happened just before Jesus said that to Peter? Was geschah kurz bevor Jesus das zu Petrus sagte? Jesus said, you're gonna deny me. Jesus sagte, du wirst mich verleugnen. Peter said, never. Petrus sagte, niemals. Everybody, not me. Alle, aber ich nicht. Jesus said, yeah, you too. Jesus sagte, du auch. Before the rooster will crow three times, before the rooster crows, you will deny me three times. Bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Never. Niemals. John didn't say that and James didn't say that. Johannes sagte das nicht und Jakobus sagte das nicht. Jesus perceived that Peter was very proud. Jesus erkannte, dass Petrus sehr stolz war. Jesus perceived that Peter believes in his own strength. Jesus erkannte, dass Petrus an seine eigene Stärke glaubte. Pride always goes before the fall, the Bible is clear. Hochmut kommt immer vor dem Fall, die Bibel sagt das klar. That's why Jesus never said to James and to John, watch and pray, he said it to Peter. Deshalb sagte Jesus nie zu Jakobus und Johannes, wachet und betet, er sagte es zu Petrus. He said it to Peter, watch and pray that you will not fall in temptation. Und er sagte zu Petrus, wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. I personally don't believe it's rightly translated. Ich persönlich glaube nicht, dass es richtig übersetzt ist. We say fall into temptation. Wenn wir sagen, in Versuchung fallen.
believe, and this is my understanding from the original Greek. Ich glaube, und das ist mein Verständnis des griechischen Originals, the right translation would be this. Dass die richtige Übersetzung folgende wäre. Pray so that you don't fall when temptation comes. Wachet und betet, damit ihr nicht fallt, wenn die Versuchung kommt. Because Jesus really knew that temptation is going to come to him. Denn Jesus wusste bereits, dass die Versuchung zu ihm kommen würde. Simon, Simon, Peter has, the devil has decided to sift you like me. Jesus sagte bereits, Simon, Simon, der Teufel hat beschlossen, dich wie Weizen zu sieben. So Jesus knew that temptation would come. Jesus wusste, dass Versuchung kommen würde. So he basically said, Peter, watch and pray so that in the temptation you're not going to fall, but you stand. Er sagte im Grunde, Petrus, wache und bete, dass du in der Versuchung nicht fällst, sondern stehst. You would think, man sollte meinen, that if Jesus, with whom you have walked for 3.5 years, wenn man 3.5 Jahre lang mit Jesus unterwegs war, and who was always right and never wrong, der immer Recht und niemals Unrecht hatte, think that after 3.5 years, if he says to you, hey, watch and pray, otherwise you're gonna fall. Man würde denken, wenn Jesus nach 3.5 Jahren sagen würde, wache und bete, sonst wirst du fallen. Thank you for telling me, Jesus. Dann würdest du sagen, danke, dass du mir das sagst, Jesus. I'm going to do that. Ich werde das tun. Did Peter do it? Hat Petrus das getan? No. Nein. When Jesus came back, he was asleep. Als Jesus zurückkam, schlief er. That showed his arrogance and that showed his incredible self-reliance. Das zeigte seine Arroganz und das zeigte seine unglaubliche Autarkie, Eigenständigkeit. So, but Reinhard, aber Reinhard, I think I remember, ich glaube, ich erinnere mich, dass es irgendwo im Neuen Testament noch andere Bibelverse gibt, die uns auffordern, zu wachen und zu beten. Where could this be? Wo könnte das sein? Could it be that the actual guy to whom Jesus said it wrote it? Könnte es sein, dass der Mann, zu dem Jesus das sagte, dies geschrieben hat? I think, yeah. Ich glaube, ja. Maybe 1 Peter 5. Vielleicht in 1. Petrus 5. Ah, look what 1 Peter 5 says. Schau, was in 1. Petrus 5 steht. 1 Peter 5 is telling us to be very sober and careful. 1. Petrus 5 sagt uns, dass wir sehr nüchtern und vorsichtig sein sollen. The enemy goes around like a roaring lion seeking whom he may devour. Denn der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Look at this. Schau her. Jesus says to Peter, Jesus sagt zu Petrus, careful, the devil's trying to get you. Pass auf, der Teufel versucht, dich zu kriegen. Watch and pray. Wache und bete. Peter ignored this. Petrus ignorierte dies. Now Jesus dies, goes to the cross, rises and goes to heaven. Nun stirbt Jesus, geht ans Kreuz, steht auf und geht in den Himmel. Peter writes a letter to the church. Petrus schreibt einen Brief an die Gemeinde. You know what the incredible thing is? Peter did not say to the church, watch and pray. Weißt du, was das Erstaunliche ist? Petrus sagt nicht zur Gemeinde, wachet und betet. The same guy who learned from Jesus left out the word pray. Derselbe Mann, der von Jesus gelernt hat, ließ das Wort beten weg. What did Peter say? Was sagte Petrus? Be sober and watchful. Seid nüchtern und wachsam. That's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. Very big difference. Ein sehr großer Unterschied. In the new covenant, prayer doesn't save you from the devil. Im neuen Bund rettet dich Gebet nicht vor dem Teufel. Devil has been destroyed, the cross dealt with him. Der Teufel wurde zerstört, das Kreuz hat das erledigt. In the new covenant, prayer doesn't protect you from anything. You're protected in Christ. Im neuen Bund schützt dich Gebet vor gar nichts. Du bist geschützt in Christus. In the new covenant, prayer doesn't bring you the provision of heaven. The provision of heaven is already yours. Im neuen Bund bringt dir Gebet nicht die Versorgung des Himmels. Die Versorgung des Himmels gehört dir bereits. Prayer does not bring you healing. Healing belongs to you. Im neuen Bund bringt dir Gebet keine Heilung. Heilung gehört dir. So why then do we still have to be watchful? Warum müssen wir dann immer noch wachsam sein? Oh, it's very interesting. Das ist sehr interessant. Peter says, be sober and watchful. Petrus sagt, seid nüchtern und wachsam. Ich liebe es, dass er diese zwei Worte benutzt. Weißt du warum? If you look up what the word means, denn wenn du nachschlägst, was das Wort bedeutet, I don't know if you ever noticed, Daniel. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Daniel. The word sober means be emotional stable. Das Wort nüchtern bedeutet emotional stabil sein. Nice. Listen. Hör zu. The emotions have to do with the heart. Emotionen haben etwas mit dem Herzen zu tun. What happens if you allow your heart to get troubled and shaken up? Was passiert, wenn du zulässt, dass dein Herz beunruhigt und aufgewühlt wird?
You don't live and walk by faith, you live and walk by fear. Du lebst und wandelst nicht im Glauben, du lebst und wandelst in Angst. When you walk by fear, what do you do? Was tust du, wenn du in Angst lebst? The devil is very easy filled with his lies, which you then believe. Der Teufel kann dich ganz leicht mit seinen Lügen füllen, die du dann glaubst. That's why prayer is not the issue, it's to be living a life that's watchful and careful. Yep. Deshalb ist Gebet nicht das Thema. Es geht darum, ein Leben zu führen, das wachsam und vorsichtig ist. Isn't it funny that most Christians have an old covenant mentality? Ist es nicht komisch, dass die meisten Christen eine Mentalität des alten Bundes haben? To watch and pray, you only can do that at night. Sie denken, dass man nur in der Nacht wachen und beten kann. Listen, guys, the night is here to sleep. Hört zu, Leute, die Nacht ist zum Schlafen da. Geht und schlaft. You're safe in Christ. Ihr seid sicher in Christus. To be sober and watchful is a life attitude, not something you do during the night. Nüchtern und wachsam zu sein ist eine Lebenseinstellung, nicht etwas, das man in der Nacht tut. We live guarding our heart. Wir leben, indem wir unser Herz bewachen. Live being always focused on Christ. Wir leben, indem wir uns immer auf Christus ausrichten. We live trusting the new covenant. Wir leben im Vertrauen auf den neuen Bund. So, watch and pray. Also, wachet und betet. Be sober and watch. Seid nüchtern und wachsam. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.